Ja. Hallo, voll dran Frostwasser. Ja, Wurstwasser hier mal parat. Entschuldigung, können Sie noch eine Zeit sprechen? Was? Ich bin Chelsea Becker. Ich sehe, dass Sie eine Anfrage auf unserer Webseite Bitcoin System Germany lassen. Alles ist gut? Können Sie da mal einen Satz draus machen? Ich bin Account Manager der Unternehmens Bitcoin System Germany. Auch ich werde Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich können wir es schon wortlos stehen lassen. Die nette Dame hier, die klingt ja wieder höchst professionell. Da haben wir wieder eine ganz seriöse Firma an der Telefonleitung. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr besser nicht ans Telefon gehen solltet. Melden Sie das. Dass eine Investierung unternehmen, zum Beispiel wir investieren in verschiedene Finanzmärkte und wir helfen unserem Kunden personale Finanzanalyst zu suchen. Haben Sie schon Erfahrungen in Investierungen? In was? Haben Sie schon eine Erfahrungen in Investierung? In Handel? Können wir da mal In einen Satz Finanzhandel? draus machen, weil das ergibt so keinen Sinn. Oh, ich höre zu schlecht. Können Sie bitte nochmal sagen? Was denn? Okay, wie Investierung von in verschiedenen Finanzmärkten, zum Beispiel Forex, Devisenmarkt, der große internationale Markt, auf dem Währung gehandelt werden. Und zweite Möglichkeit, die Investierung in Aktienmarkt. Also das Ganze ist hier schon ziemlich beeindruckend. Wie beratungsresistent die tolle Mitarbeiterin hier ist und wie wenig sie eigentlich an Intelligenz hier zur Verfügung stellt. Also es ist schon wahnsinnig, was man da für Leute an der Leitung zu hören bekommt. Ich meine, dass das Ganze hier Betrug ist, ist ja offensichtlich. Aber dieses Gestammel und Gestotter ist doch einfach nur noch absolut ernüchternd. Ich frage mich wirklich, wer so etwas glaubt. Das Problem ist, hier zahlen tatsächlich Menschen ihr Geld ein, bei diesem Gestammel und Gestotter. Vielleicht bei der Person jetzt ja persönlich nicht so oft wie bei anderen, aber das Ganze ist Betrug. Gewerbsmäßiger Betrug in der Bande. Ich meine, die telefoniert ja da auch nicht alleine. Es ist schon absolut verwerflich und unfassbar, dass das ganze Spielchen einfach so weiterläuft und niemand etwas dagegen tut. Das Problem ist ganz einfach, viele Menschen, die kennen sich halt einfach auch nicht mit dem Internet und mit den Gefahren darin aus. Tja, und wenn man dann unbedacht seine Daten auf der Webseite von so einer Firma hinterlässt, tja, dann bekommt man, wenn auch in sehr schlecht, eine Anleitung, um sich betrügen zu lassen. Und wer hier mitspielt, ist sein Geld definitiv für immer los. Wer hier Geld überweist, sieht das nie wieder. Das Geldüberweisen bei so einer Firma ist definitiv eine Einbahnstraße und wird nicht dazu führen, dass ihr in irgendeiner Weise reich gemacht werdet. Ja, das ist eine aktive, ein Wertpapier oder dem Eigentum, das Recht gibt an. Und dritte, sehr große Markt, Rohstoffmarkt. Rohstoffe wie Öl, Silber oder Gold, natürliche Ressourcen, die Lösung aus ihren natürlichen Quellen noch keine Bearbeitung erfahren haben. Und dritte, vierte, Kryptowährungsmarkt. Kryptowährung ist eine Art von digitalem Geld, auf der die Technologie der Datenverschlüsse basiert. Ihre Hauptmerkmale sind Anonymität, Dezentralisierung, Sicherheit und direkte Transaktionen. Haben Sie schon einige Erfahrungen in Investierung in verschiedene Märkte? Wissen Sie etwas darüber?
Auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Können Sie bitte nochmal sagen? Na, auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Zum Beispiel, wo lebt und wo leben Sie und was haben Sie für Interesse? War das eine Frage? Ja, damit ich das beste Angebot für Sie finden kann. Und okay, auf in unser Investierungssystem haben wir verschiedene drei große Vorteile von unseren Kunden. Das erste die kostenlose Lernung, zweite automatisch Bot und dritte eine personale Finanzanalyst, der wird richtige Rat für Sie finden. Und meine Arbeit ist nur, Ihr Konto zu aktivieren. Und ich würde persönlich Finanzanalyst für Sie suchen und damit benutze ich einige Informationen von Sie. Hallo? Ja. Hallo. Okay. Kann ich Sie zu meiner Kollegin Finanzanalyst geben? Für 2 Minuten? Mhm. Mhm. Danke. 1 Minute. Also aus welchem Grund die mich jetzt an irgendeine Kollegin einfach so weitergeben will, hat sie ja hier nicht gesagt. Aber das Gestammel ist doch einfach nur noch absoluter Wahnsinn. Wer zahlt da sein Geld ein? Ich meine, das ist ja hier nicht mal im Ansatz professionell. Man versteht sich ja hier nicht mal. Sie versteht mich nicht. Eigentlich verstehe ich ihr Gebrabbel auch nicht. Würde ich ihr nicht permanent diese Videos machen. Man lernt halt deren Sprache irgendwie. Leider trotzdem, keine Ahnung, auch wenn es ziemliches Krüppeldeutsch ist. Man versteht ja, wenn man genau hinhört, was sie da eigentlich von einem will. Tja, aber seriös ist das definitiv nicht. Wer so einen Anruf an seinem Telefon hat, sollte einfach wortlos wieder auflegen und sofern eine Telefonnummer angezeigt wurde, diese auch direkt blockieren, damit so ein Anruf nicht nochmal durchkommt. Ich meine, das ist kein 100%iger Schutz, wenn ihr deren Telefonnummer blockiert, weil die das nächste Mal einfach mit einer anderen Telefonnummer bei euch wieder anrufen werden. Aber man kann es zumindest probieren, damit man von solch einer Belästigung definitiv Abstand nehmen kann. Hallo? Ja. Hallo, hier Wurstwasser? Ja. Alle Rottenberg ist mein Name und ich weiß nicht, was die Kollegin schon erzählt hat. Haben Sie eine Frage oder was wurde schon erzählt? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Ach so, Sie haben einfach nicht verstanden, worum es geht. Okay. Also, wir sind aus Qualitätsmanagement Controlling für deutsche Region von der Trading-Plattform Bitcoin-System. Und wir befragen unsere Kunden, ob sie zufrieden sind mit ihren Investitionen, ob mit ihrem Tradingskonto alles gut läuft oder sie haben irgendwelche Beschwerden dann. Deswegen rufen wir an. Ja, Beschwerden habe ich momentan. Ich habe Durchfall. Mein Gott, sollen wir sie zurück anrufen, damit sie damit wahrscheinlich bequemer wird in ein paar Stunden, oder? Was? Ich meine, so sollen wir sie zurück anrufen, damit sie ihre Geschäfte in Ruhe machen können? Sie haben doch nur nach den Beschwerden gefragt. Was kann ich denn da machen? Nee, ich meinte andere Beschwerden. Zum Beispiel wurden Sie von Brokerfirmen kontaktiert und ob Sie mit Finanzberatung zufrieden sind oder nicht, ob mit Ihren Investitionen alles gut läuft oder haben Sie irgendwelche Wünsche? Das ist alles tutti. Alles läuft? Ja. Oh, gut, also das heißt, Sie haben einen Account erstellt und haben Deposit da drauf und Sie erzielen Geld dann, ja? Sie haben ein Zusatzeinkommen und alles läuft prima, ja?
Sehr schön, sehr schön. Und bei welcher Firma, wenn ich fragen darf? Und wie viel Profit momentan machen Sie pro Monat, damit ich das überprüfe? Wie viel Zusatzeinkommen bekommen Sie durch dieses automatisches Trading-System? Haben Sie bestimmt, ja? Oder arbeiten Sie mit Finanzanalytiker zusammen? Nö, das mache ich alleine. Machen Sie alleine? Aber haben Sie kein Boot, kein automatisches Trading-System? Nee. Oh, das ist aber so, das ist ein Wunder für mich. Und auf welche Plattform, wenn ich fragen darf, auf welche Finanzmarkt? Ist das Forex oder Kryptowährungsmarkt oder Arabisch Erdöl? Ist Forex. Forex? Forex, super. Und mit Forex sind wir zufrieden, ja? Ja. Sehr schön, sehr schön. Und hat jemand schon für Sie angeboten andere Märkte? Weil außer Forex gibt es auch so Stoffmarkt oder Aktienmarkt. Würden Sie Interesse auch dran haben? An was? Würden Sie Interesse an anderen Märkten haben? Würden Sie auch so mit Finanzanalytikern arbeiten zusammen und mehr Geld verdienen? Haben Sie so dran gedacht? An was habe ich gedacht? Dass Sie mit Finanzanalytikern zusammenarbeiten und nicht auf Forex-Markt treten, sondern auf Aktienmarkt. Es ist schon der absolute Wahnsinn. Mal komplett von der Stimme der netten Mitarbeiterin abgesehen, die ja hier wieder absolut furchtbar ist. Das Problem ist, wir wundern uns ja immer wieder, wie solche Leute überhaupt erfolgreich sein können. Mit diesem schlechten Deutsch und dem Gestammel und mit dem Geblubber, was die da so von sich geben. Aber es wird auch hier wieder Menschen geben, ja, mit dem man sich da sympathisch ist. Das ist das Problem. Wenn man sich sympathisch ist, worum auch immer in diesem Fall, dann setzt das Geld dann doch schon lockerer. Und deswegen stellen die einfach alles und jeden ein. Weil die rufen ja auch bei alles und jedem immer wieder und immer wieder und immer wieder an. Das ist ja mit einem Telefonat auf eurer Telefonnummer nicht erledigt. Die rufen ja immer wieder an und die arbeiten einfach nur nach dem Prinzip, umso öfters ich anrufe und umso verschiedenere Personen an der Leitung waren. Irgendwann könnte es zu dem Fall kommen, dass man sich ja persönlich irgendwie sympathisch ist und deswegen dann dort Geld einzahlt. Auch das ist eine Form von Verkaufstaktik. Man muss von seinem eigenen Personal nicht mal unbedingt was halten, von den Leuten, die man da einstellt, mit so einer Quietschestimme oder mit dem Slang und dem Verhalten. Das Problem ist, auf jeden Topf passt ein Deckel. Und jeder Kunde oder Betrugsopfer am Telefon reagiert auf jede Person am Telefon anders. Und genau das soll es wahrscheinlich auch einfach sein. Man ruft auf Masse bei den Leuten an. Und irgendwann wird schon irgendjemand dabei sein, wo das Ganze miteinander sympathisiert und man deswegen dort sein Geld einzahlt. Grundsätzlich wird das aber nicht passieren, wenn man Bescheid weiß. Wenn euch jemand anruft und euch irgendwelche Geldversprechen macht, und euch verspricht, ihr werdet reich mit Bitcoin am Tradingmarkt, muss man einfach nur seinen Kopf benutzen. Dann weiß man eigentlich schon Bescheid. Und grundsätzlich, egal um welches Thema es am Telefon geht, möchte jemand am Telefon Geld von euch haben und der ruft euch einfach so an und ihr habt diesen Anruf nicht wissentlich und willentlich und vor allem, ja, wollentlich so bestellt, dieses Telefonat, dann kann es nur Betrug sein. Und wenn man das berücksichtigt, ist man eigentlich schon ziemlich auf der sicheren Seite, dass einem nichts passieren sollte. Oder auf Kryptowährungsmarkt, weil momentan ist zum Beispiel auf Aktienmarkt sind die chinesischen Firmen, die machen ganz viele Profite dann, über 30% dann monatlich dann. Haben Sie so ein Interesse dran? Möchten Sie mit einem Makler, mit einem Broker arbeiten, mit einer seriösen Firma zusammen? Ja, meinetwegen. meinetwegen heißt ja oder nein oder... Ja. Also, ja. Also, dann, es geht um Folgendes dann.
Wir bieten folgende Leistungen für Sie. Dann, die, ich weiß nicht, was meine Kollegin schon erzählt hat. Also die unsere Leistungen sind kostenfrei für Sie. Sie bekommen ein Bot auf Ihrem Handy, das ist Software, so ein automatisches Trading-System. Das ist ein Roboter, er wird für Sie am Markt analysieren und Tipps geben, wo Sie am besten Ihr Geld investieren können. Zwei Leistungen ist Beratung von unserer Finanzanalytiker. Unsere Finanzanalytiker werden für Sie eine Strategie entwickeln und empfehlen, auf welchem Markt man mehr Prozent ankriegen sollte. Weil Sie analysieren jeden Tag die Finanzmärkte. Sie gucken dann, was Gold kostet oder was Erdöl kostet und welche in arabischen Regionen oder keine Ahnung dann wo. Und dann er wird mit Ihnen das besprechen und Sie werden dann Ihr Geld investieren in solche Firmen, wo welche Firmen Profite machen, welche erfolgreich sind momentan. Und es gibt auch dritte Leistung, aber wenn Sie schon Erfahrungen haben, ich weiß nicht, ob das interessant für Sie ist, das ist so ein Bildungsangebot, weil unsere Kunden bekommen auch so viele, also viele Materialien über unterschiedliche Finanzmärkte, damit sie am Ball bleiben. So ist das. Und diese Dienstleistungen bekommen unsere Kunden, wenn sie einen Account aktivieren. Also, dieser Account wie ein so wie ein Konto, zum Beispiel in Sparkasse oder Deutsche Bank. Also das gehört Ihnen, diese Konto. Aber das ist auf Tradingsplattform, heißt Handelskonto. Nun ja, jetzt vergleicht sie dieses tolle, betrügerische Tradingkonto mit einem normalen Konto von eurer normalen Bank. Dass das so nicht ist, sollte man vielleicht wissen, weiß man so jetzt vielleicht normal nicht. Nein, es ist nicht das Gleiche. Weil mit einem normalen Konto, da habt ihr eine Karte dazu, da könnt ihr Bargeld am Automaten abheben. Sowas funktioniert da logischerweise alles nicht. Weil hier geht es einfach nur darum, dass ihr Geld überweisen sollt. Am Ende werdet ihr dort bei dieser Firma kein Geld erhalten. Der Vergleich hier mit einer normalen Bank, ja, schwierig. Nee, eigentlich nicht. Ich vergleiche auch immer wieder mit einer Bank das Ganze, weil es ja irgendwo zum Bankensektor gehört, dieses Ganze. Hier geht es um Geldgeschäfte, Finanzmarkt. Ist ja eine Art von Bank. Aber das ganze Problem hier an dieser Geschichte ist, die versuchen, irgendwelche Parallelen zu euren normalen Gegebenheiten aufzubauen, damit das Ganze hier irgendwie vertrauenswürdiger klingt. Das Ganze wird aber dadurch nicht vertrauenswürdiger. Es ist genauso Quatsch, ja, wie ohne diese ganzen Erklärungen. Man wird hier einfach nur euer Geld nehmen, aber euch ja danach keine Auszahlungen mehr geben. Das heißt, wenn ihr hier Geld überwiesen habt, ist es lediglich weg. Verdienen kann man hier auf keinen Fall irgendwas. Sie legen ein Deposit. Sie fangen mit Deposit, weil sie verstehen, von kein Cent kann ich dann nichts kaufen, keine Aktien dann. Und dann sie legen Deposit drauf und von diesem Deposit wird gehandelt dann. Sie probieren zuerst mit kleineren Summen so und dann, wenn sie sehen, das geht, das funktioniert, dann werden sie mit Finanzanalytiker die weitere Strategie dann besprechen. Ist das interessant für Sie? Ja, klingt ganz nett. Also, und um ein Konto zu aktivieren, braucht man ein Deposit. Haben Sie eine Visum-Karte oder ein Mastercard? Ja. Visa, ja? Aha. Visa oder Master? Ja. Also, dann... Also, und möchten Sie mit 500 Euro anfangen oder mit 1000? Ja, das Letzte. Bitte, warten Sie mal. Schreibt mal bitte mir das und das. Also, meinen Sie mit 500er, oder? Nee.
mit 1000 Nächten sie anfangen. Okay, gut, dann Herr, Herr Buswasser, so, sind Sie, ich gehe davon aus, Sie sind über 18, ja? Ja. Sehr schön. Und in welchem Bereich arbeiten Sie? Verstehen Sie mich bitte richtig, weil Investitionen, das ist eine seriöse Sache, das ist kein Casino-Spiel, sondern wir brauchen dann einfach ein paar Infos. Sie sind über 18 und in welchem Bereich arbeiten Sie? In welchem Bereich? Ja, oder sind Sie ein Rentner? Nee, kein Rentner. Ah, das ist gut. Und in welchem Bereich arbeiten Sie? Esoterik. Esoterik, wow, wie schön, wie toll. Wissen Sie was, Sie können nicht glauben. Ich hatte so als Hobby vor 3 Jahren angefangen mit Esoterik. So, und sind Sie Astrologe oder Kartenleger? Ich lese Kaffeesatz. Bitte? Kaffeesatzleser. Kaffeesatzleser. Wow, wow, das ist aber kein, das ist aber keine richtige Esoterik, weil kennen Sie sich bestimmt aus mit Tarotkarten oder mit Numerologie. Kennen Sie sich? Nee, ich mache nur Kaffeesatz lesen. Ganz toll. Also wenn es ums Thema Menschen verarschen geht und irgendetwas vorspielen, habe ich ja jetzt scheinbar komplett ins Schwarze getroffen. Da freut sie sich sogar, dass ich ja so einen ähnlichen Beruf mache wie sie. Menschen verarschen. Ganz toll. Und verdienen Sie Geld auch dabei? So lesen Sie für Ihre Freunde. Es tut mir leid, wenn ich so sage, aber meine Freundinnen sagen mir auch, du musst lieber dann so diese Kaffeesatz lesen als Tarotkarten. Als Tarotkarten legen dann. Also, Sie haben aber über diese Telefonnummer kein WhatsApp, richtig? Ja. Unter welcher Telefonnummer haben Sie ein WhatsApp, damit ich für Sie eine Nachricht schicke? Weil unsere technische Abteilung erstellt für Sie einen Link. Dieser Link wird für Sie erstellt, wo man durch diesen Link kann man Handelskonto aktivieren. Unter welcher Nummer können wir Sie über WhatsApp erreichen? Ich habe kein WhatsApp. Ach so, Sie haben kein WhatsApp. Haben Sie dann Post? E-Mail? Ja. E-Mail, okay, gut. Ich überprüfe noch. Sagen Sie mir bitte Ihre Mailadresse. Haben Sie die nicht? Also, steht bei mir, da steht ganz, ganz lange E-Mail-Adresse. Ja, ich hoffe, das mal vor. Also, warten Sie mal, das ist so. Ich habe meine Brille. Ich brauche ehrlich gesagt zwischendurch meine Brille dann. Also, das ist so EO:L, dann E, dann Wurstwasser mit großer Buchstabe W und dann kaufen mit großer Buchstabe K und dann S-Zeichen und dann M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar, C wie Cäsar, F, U, N und dann D, ja? Ja, klingt gut. Klingt gut. Ist das, hoffentlich ist das richtig. Unter dieser E-Mail-Adresse, Sie bekommen einen Link von uns. So, ich muss dann unsere technische Abteilung kurz noch informieren, damit sie Link erstellen. Warten Sie mal ganz kurz. Und dann
Also, und Sie bekommen ein Link von mir. Ich bin die Koordinatorin von unserer Abteilung und heiße Lea Rottenberg. So. Dann haben Sie jetzt Zugang zu Ihrer E-Mail? Ja. Sehr schön. Dann ich würde dann jetzt gerade eine E-Mail zu Kontakt einfach schreiben. Also damit wir im Kontakt bleiben. Warten Sie mal. Also. Als Subject schreibe ich meinen Namen einfach von Lea Rottenberg, okay? Sie können mir einfach etwas Hallo schreiben, okay? Meinetwegen. Okay. Also, ich schicke E-Mail. Und Sie haben aber mir nicht geantwortet, in welche, oder ich habe so am Ende des Tages bin ich auch ein bisschen müde. Haben Sie mir geschrieben, es tut mir leid, oh, meine Güte. Haben Sie mir gesagt, in welche Bereiche arbeiten Sie? Ja. Könnten Sie bitte nochmal sagen? Ich habe ja. So. Ja, in welchem Bereich arbeiten Sie? Esoterik. Ach, nee, ich meine andere Bereiche. Esoterik, das ist ein Hobby. Nee. So, da kann ich seriös sein. Und so. Wie viel verdienen Sie mit Esoterik? Na, genug. Genug? Was heißt genug? Verdienen Sie über, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro monatlich? Na, ganz so viel nicht, aber es reicht. Also nicht viel, aber das reicht, ja? Ja. Wie viel, wenn ich fragen darf, weil ich mit meiner Esoterik, ich weiß nicht, ob ich anfangen soll oder lohnt sich das überhaupt oder lohnt sich nicht. Wie kriegt man das, wenn man so einige Kunden hat, wenn man 10 bis 20 Kunden pro Monat hat, wie viel kann man kriegen dann? Ne, insgesamt habe ich so 1.000 bis 2.000 Euro und am Tag sind so ungefähr 10 Kunden. Okay, alles klar. So, und dann haben Sie E-Mail bekommen? Nee. Noch nicht? Nee. Sollen wir nochmal Ihre E-Mail-Adresse überprüfen? Ja, lesen Sie mal noch mal langsam. Dann lese ich noch mal, was Sie gesendet haben. Ja. Also, das habe ich. Erste Buchstabe, große E. Ja. Dann E wie Emil. Dann war O wie Otto. Dann L wie Ludwig. Dann E wie Emil. Ja. Dann große Buchstabe W. Ja. Wie Wolfgang. Ja. Dann U wie Ute. R wie. Habe ich vergessen. Also wie rote Farbe einfach. Also ja. S wie Siegfried. T wie Theodor. Ja. T wie Theodor. Und dann weiter, also Wurstwasser einfach, Ihre Familienname. Und dann mit großer Buchstabe K kaufen, dann E-Zeichen, dann M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar, F wie... wie Fortuna Düsseldorf, die F dann, okay? Ich weiß nicht, ob Sie ein Fan sind, aber ist egal. Dann U wie Uta, N wie Nordpol.de. Ist das richtig? Ja. Ist das richtig? Ja.
Ja, komisch. Und warum haben Sie keine E-Mail bekommen? Weil ich habe E-Mail gesendet und dann bei mir steht, das ist rausgegangen ist. Machen Sie noch mal so auf Update. So. Machen Sie auf Update. So. Schauen Sie mal Ihre E-Mail nochmal. Ja. Haben Sie gefunden jetzt E-Mail von mir? Muss ich mal gucken. Ja, schauen Sie mal bitte, aber bleiben Sie, legen nicht auf. Sie können dann auf Lautsprecher klicken und dann einfach mich liegen lassen. Und dann schauen Sie mal Ihre E-Mail-Adresse, so, ob Sie einen Brief von uns bekommen haben, ja? Ja, dann lasse ich Sie jetzt liegen. Okay. Also, hören Sie mich noch? Hallo? Ja, und dann hat sie schon aufgelegt. Also, ich meine, ich habe es ja nun angekündigt, dass ich sie liegen lasse. Ich hatte zwar ursprünglich vor, wieder das Telefon zu greifen und weiterzumachen, aber dann hatte die nette Betrügerin schon aufgelegt. Also, sie hat doch bestätigt, dass sie verstanden hat, dass ich, also sie hat es ja sogar gesagt, legen Sie mich an die Seite oder, ja, habe ich dann auch nun so gesagt und sie sagte, ja, sie hat es verstanden und dann legt sie auf, weil sie in ein paar Sekunden keine Antwort bekommt. Schon höchst interessant, was man da für nette Leute an der Leitung hat. Angerufen hat sie hier jetzt nicht nochmal, um sich zu erkundigen, ob wir weitermachen wollen. Sie hat wahrscheinlich begriffen, dass das Ganze, naja, kein Verkauf für ihre Seite werden wird. Schon absolut Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal haben. Teilt sehr gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten und allen Menschen, die ihr kennt. Umso mehr Menschen wir über das Thema Betrug informieren, umso weniger Menschen werden am Ende von diesen gemeinen Maschen auch betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nie alle schützen können, aber wir versuchen's wenigstens. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.